Herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Part von Mass Effect Andromeda. Hier am Mikrofon ist wieder euer Kevin und es tut mir leid, dass ich den letzten Part so abrupt abbrechen musste, denn mein Speicher war leider voll und ja, ich musste deswegen ein bisschen aufräumen, aber jetzt machen wir einen weiteren Part. Auf geht's ins Getümmel. Wie wir im letzten Part haben wir ja versucht, diesen Saboteur-Ding festzumachen. Den werden wir jetzt auch finden. Und dann geht es los. Auf zur Erkundung von Andromeda. Übrigens wurde jetzt ein neues Patch rausgebracht, das jetzt an den Ausgabungen, also was man sagen will, jetzt die Ziffertastaturen für die Abkürzung stehen werden. Nur so als kleine Information voraus. Sarah Kellis? Ja? Ich habe Beweise, dass Sie die Nexus sabotiert haben. Was? Nein! Ich würde nie... Ich habe selbst in der Sache ermittelt. Und ich habe Scans, die das beweisen. Hier. Ich übertrage meine Scans auf Ihr Universalwerkzeug. Witzig. Raj hat dieselben Ermittlungen angestellt und die haben uns zu Ihnen geführt. Meine Scans deuten auf Raj als den Schuldigen hin. Jemand muss uns beide ausgetrickst haben, sonst weiß ich auch nicht. Die Daten von Miss Kellis ähneln verdächtig denen von Mr. Patel. Ein dritter Beteiligter ist wahrscheinlich. Der echte Saboteur schiebt die Sache möglicherweise Ihnen beiden in die Schuhe. Weil wir beide herausgefunden haben, dass etwas im Gange ist? Das könnte sein. Es ist besser als die Vorstellung, dass es Raj war. Aber es bedeutet, dass alle meine Daten nutzlos sind. Ich wünschte, ich hätte Zugriff auf die Überwachungskameras. Ich wette, wir würden etwas finden. Sie unternehmen gar nichts, damit der Täter nicht merkt, dass wir ihm auf der Spur sind. Ich überprüfe die Überwachungskameras. So. Raj, sind Sie da? Ja. Wie ist es gelaufen? War sie es wirklich? Nein. Sie hatte Beweise, die auf sie hindeuten. Ich nehme an, jemand hat sie beide aufs Glatteis geführt. Halten Sie sich bedeckt und reden Sie mit niemandem darüber. Ich kümmere mich darum. So. Jetzt auf zur Kommandozentrale von der Nexus und die Überwachungskameras angucken. Denn die werden uns garantiert was verraten, wer jetzt der Schuldige ist. Auf zur Kommandozentrale. Wer das lesen möchte, bitte pausieren. Bitte pausieren. Diese Datei ist nutzlos. Wir überprüfen noch eine. Und wieder eine unbrauchbare Datei. Ein Zufall ist unwahrscheinlich. Wir überprüfen noch eine. Diese Datei ist ebenfalls beschädigt. Mit Sicherheit kein Zufall. Man braucht eine ziemlich hohe Freigabe, um die Dateien der Überwachungskameras zu manipulieren. Vielleicht jemand, der für Kandros arbeitet. Das wäre das Wahrscheinlichste. Kannst du aus den Dateien mit biometrischen Scans eine Identifizierung rauskitzeln, Sam? Die Dateien sind schwer beschädigt. Aber wenn ich alle verfügbaren Identifikatoren kombiniere, könnte es funktionieren. Auf Basis der eingeschränkten verfügbaren Informationen suchen wir einen männlichen Menschen, der entweder der Nexus oder der Hyperion zugeteilt ist. Sie werden Scans aus unmittelbarer Nähe durchführen müssen. Verstanden. Auf geht's. Scannen wir jetzt ein paar Leute. Biometrische Daten stimmen nicht überein. So, gucken wir gleich mal unsere Leute nach, wie sie sich geschlagen haben. Oh, Mission erfolgreich.
Das ist doch mal wieder eine gute Auswahl. So, die schicken wir auf Mission. Darauf schicken wir die. Und darauf schicken wir die. Auf geht's. So, den nächsten Verdächtigen scannen. Denn wir müssen diesen Saboteur finden, bevor er die ganze Nexus lahmlegt. Biometrische Daten stimmen nicht überein. Der Entladungsvorgang für die Imperion wurde unterbrochen. Bitte warten Sie auf weitere Anweisungen. Ach, was soll das denn? Keine Übereinstimmung. Ah, ja. Der Scan zeigt eine partielle Übereinstimmung. Ziel ist wahrscheinlich Verdächtiger. Wer ist es? Dale Atkins, untersteht Kandros Abteilung, ist dem Sicherheitsteam der Station zugewiesen. So, jetzt haben wir den Schweinehund. Dale Atkins, richtig? Wir müssen uns unterhalten. Hören Sie, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe zu arbeiten. Nennt man Sabotage heutzutage so? Arbeit? Dafür, dass Sie hier neu sind, sind Sie ziemlich überheblich. Sie haben nicht die geringste Ahnung, was hier los war. Die Beweise sagen, dass Sie ein linkes Ding gedreht haben. Na klar. Ach kommen Sie, sparen Sie sich das. Ich habe genug von all den Heuchlern auf dieser Station. Sie waren nicht hier, als Sie unsere Freunde und Familien rausgeworfen haben. Meuterei? Dass ich nicht lache. Wir wollten einfach nur antworten. Meine Schwester ist jetzt da draußen. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt oder... Was immer auch passiert ist, es ist sinnlos, deswegen jetzt jemandem weh zu tun. Was wissen Sie schon? Mir ist egal, was Sie denken. Die Anführer der Meuterei hatten recht, als sie wissen wollten, was eigentlich los ist. Sie hätten jemanden verletzen können. Sogar töten. Wie diejenigen, die getötet wurden, als unsere Anführer meine Freunde von Krogana niedertrampeln ließen? Genug geredet. Ich gestehe, ich war's. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Wir können Ihnen nicht erlauben, an Bord zu bleiben. Niemand kann sagen, wozu Sie sonst noch fähig sind. Moment mal, Sie lassen mich gehen? Wenn Sie das Exil als gehen lassen bezeichnen, dann ja. Verschwinden Sie und kommen Sie nie wieder zurück. In Ordnung, ich gehe. So, den sind wir los, den Saboteur. Aber jetzt müssen wir nochmal in... Logbuch nachgucken, was wir machen sollen. Ah, wir sollen auf die Hyperion gehen und zu Sam gehen. Dann gehen wir das mal. Gehen wir mal zu Sam. Klopf, klopf. Sam, bist du da? Natürlich ist er da. Hallo Ryder. Willkommen zurück im Sam-Kern. Ich habe meine Verbindung zu Ihrem Implantat angepasst. So ein Kopfschmerz wie vorhin sollte nicht wieder vorkommen. Was war das überhaupt? Du hast gesagt, wir müssen etwas Vertrauliches besprechen. Sie sollten einige Dinge wissen, bevor Sie zu Ihrer Expedition aufbrechen. Es schien mir das Beste zu sein, wenn wir dabei unter uns sind. Ich verstehe nicht, wieso diese Heimlichtuerei nötig ist. Ihr Vater hielt es für das Beste. Was wollte er vor uns geheim halten? Meine wahren Fähigkeiten. Alec hat die Sicherheitsprotokolle des Implantats außer Kraft gesetzt. Ich habe somit uneingeschränkten Zugriff auf die Physiologie des Pathfinders. Das heißt, auf mich? Ja, und nur auf Sie. Falls erforderlich, kann ich als Kraftverstärker dienen, um Ihre motorischen und neurologischen Fähigkeiten drastisch zu verbessern. Alec nannte sie Profile. Sie liefern einzigartige taktische Verbesserungen während des Kampfes. Ihr Vater zog es vor, diese Tatsache für sich zu behalten. Das kann ich gut verstehen. Die Leute könnten ein falsches Bild bekommen. Supersoldaten. Ein Computer, der einen Menschen kontrolliert. Der den Menschen verbessert. Es ist eine symbiotische Beziehung, von der beide Seiten profitieren. Was hast du davon? Obwohl ich künstlich erschaffen wurde, bin ich doch vollständig empfindungsfähig. Weit mehr, als es selbst der Initiative bewusst ist.
Ich kann dir nicht folgen. Du bist eine KI. Was unterscheidet dich von anderen? Ich bin eine neue Art von KI, die unmittelbar aus menschlichen Erfahrungen lernt. Ihr Implantat ist mein Fenster zur Welt. Das ist ziemlich beeindruckend. Aber auch deutlich weitreichender, als die meisten Leute hinnehmen würden. Ihr Vater wusste, dass einige es fürchten würden. Ja, da hatte er vermutlich nicht ganz Unrecht. Also, was bedeutet das für uns beide? Ich befinde mich in einer ungewöhnlichen Lage. Obwohl ich Zugang zu den Erfahrungen Ihres Vaters hatte, ist mein Verständnis lückenhaft. Wieso das? Er hat einige Bereiche meiner Speichermatrix blockiert. Warum? Womöglich, damit ich seinen Plan nicht kenne, wenn Sie mich danach fragen. Ja, das sehe ihm ähnlich. Aber es geschah nicht planlos. Je mehr Fortschritte Sie als Pathfinder machen, desto mehr Blockierungen werden entfernt. Sie sollten vielleicht in den Quartieren Ihres Vaters beginnen. Und falls Sie keine weiteren Fragen haben, Ihr neues Schiff wartet auf Sie. Danke. So, das sind die Profile. Das heißt, wir können so gesehen zwischendurch auch einfach unsere Klasse ändern. Also zum Beispiel, wir können den Soldat wechseln, den Techniker, Experte, ja, so wie es da steht, einfach umwechseln. Aber es gibt eine neuere Sache, die heißt Entdecker. Und das ist so gesehen von den drei Haupteigenschaften, Soldat, Techniker und Experte, alles mal zusammengemischt. Also alles, alle Fähigkeiten, die es gibt. So, das wollte ich nur mal erklären. Und wir bleiben natürlich weiter auf hier Wächter. Das ist ja besser so. Okay, so, auf geht's. So, da sollten wir doch mal hier mal gucken. Pathfinder, Captain Dunn hat befohlen, außer Ihnen niemanden in die Kabine Ihres Vaters zu lassen. Sie, ja, das ist ja süß. Das ist ja gut, das ist ja schön. Ah, Schusswaffen. Die erste Schusswaffe Ihres Vaters. Ein Erinnerungsstück an seine Anfangszeit bei der Allianz. Ich wette, sie hat einiges erlebt. Alec erzielte seinen ersten Kampfabschuss während des Erstkontaktkrieges. Als die Turianer noch unsere Feinde waren. Verrückte Zeiten. Aber was ist das denn? Es ist wirklich die SS Normandy SR2. Oh, geil. Ach ja, übrigens, nur Leute mal so erzählt, ne? Also, als sie gestartet sind mit der Arche Hyperion, war das genauer gesagt so 3 Jahre vor der Reaper-Invasion. Das heißt, die sind so gesehen nur sicher durch den Orkus-Nebel gekommen, weil die Reaper nicht in der Nähe waren, als sie dort durchgeflogen sind. Plausible Erklärung, oder? Sam, was war das? Ein eidetischer Auslöser mit Bezug auf Ihren Vater und die Teile meiner Speichermatrix, die er blockiert hat. Was hat ihn ausgelöst? Erlik hat ihn mit ihrem Fortschritt als Pathfinder gekoppelt, nicht mit einem Ort. Es mag verwirrend sein, aber meine Programmierung ist eindeutig. Wenn Sie weitere dieser Auslöser finden, werden die Erinnerungen freigeschaltet. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Dann gucken wir uns mal diese Erinnerung an. Ryder, die Blockierungen, die Ihr Vater in meine Matrix eingebaut hat, öffnen sich. Ich kann jetzt spezifische Erinnerungen abspielen, von denen Alec wollte, dass Sie sie sehen. Moment, ich kann seine Erinnerungen tatsächlich sehen? Ja, Sie erleben sie über Ihr Implantat. Okay, jeder Tag bringt was Neues. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, als Ihr Vater auf der Citadel stationiert war. Alec, Ihre Empfehlung wird abgelehnt werden. Künstliche Intelligenz? Unsere beste Option. Wenn der Rat davon erfährt, wird das Ansehen der Menschheit nachhaltig geschädigt. Sie wollen zu viel. Botschafterin Goyle, ich bin der Militärattaché auf der Citadel. Ich muss der Erde einen Vorteil verschaffen. Und KI ist Ihre Antwort? Wir müssen aufholen. Die Asari, die Salarianer, sie sind uns Jahrhunderte voraus. Aber das ist illegal. Nach deren Regeln. Weshalb der Erde einen Vorteil verweigern? Wie sieht dieser Vorteil aus? Freiheit. Wir sind Gefangene unserer 5 Sinne. Es gibt eine Realität, die wir nicht wahrnehmen können. Aber KI? Schon. Wie?
indem wir unsere Fähigkeiten verbessern und neue hinzufügen. Aber trotz all dem haben die Geth revoltiert. Weil sie von ihren Schöpfern getrennt waren. Wir würden KI und Menschen direkt verbinden, damit sie die Welt gemeinsam erleben. Kein Schöpfer, also auch keine Revolte. Tut mir leid, Alec. Das ist zu riskant. Ich schätze Sie, aber Ihre Anfrage ist abgelehnt. Alec? Ellen, was hat der Arzt gesagt? Dass ich die Zeit genießen soll, die mir noch bleibt. Es gibt keine Heilung, Alec. Ich sterbe. Nicht solange ich lebe. Wow. Mom wieder zu hören. Ich wusste nicht, dass Dad es so herausgefunden hat. Alec war ein sturer Mann. Zum Glück. Moms Leben war es wert, dafür zu kämpfen. Anscheinend ist dieser Eigensinn auch auf mich übergegangen. Niemand wollte zuhören. Die Vorstellung von dir hat den Leuten zu viel Angst gemacht. Danach hat Dad uns zur Erde zurückgebracht, um sich um Mom zu kümmern. Warum wollte er wohl, dass ich das sehe? Vielleicht war das der Anfang. Wovon? Unbekannt. Private Audiologs sind jetzt im Quartier Ihres Vaters verfügbar. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben Sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Das war vorerst alles. Natürlich. So, weiter geht's. Wir müssen noch ein paar Leute kennenlernen. Auch wenn wir zum Beispiel diesen Tan schon kennengelernt haben. Ein Moment. Verzeihung für diese kurze Pausierung, aber da hat jemand genervt. Ich will eben der Kryostase-Station nachgucken, was da los ist. Ich bin mir sicher, dass man eigentlich die Schwester jetzt besuchen kann. Mir gedacht habe. Ich mach's wieder gut, Dash. Versprochen. Mein Bein fühlt sich schon wieder besser an. Ryder, schön, Sie zu sehen. Das mit Ihrem Vater ist eine Tragödie. Tut mir leid, dass wir ihn nicht retten konnten. Wahrscheinlich für später aufheben. Ich bin sicher, Sie haben Ihr Möglichstes getan. Ja, aber trotzdem haben wir in meiner Schicht einen Pathfinder verloren. Das sitzt tief. Mein Vater kannte die Gefahren. Das gehört zum Job. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass Ihre Schwester hier durchkommt. Wie geht es Sarah? Ihr Zustand ist stabil. Ich registriere REM-Aktivität im Gehirn, also träumt sie. Das bedeutet, die Verdrahtung funktioniert noch. Wie kam es dazu? Purer Zufall. Wir sind im denkbar schlechtesten Moment mit der Geißel zusammengestoßen. Die Stase-Aufhebung hatte gerade eingesetzt. Es ist ein riskanter Augenblick, wenn du aus einem 600-jährigen Schlaf erwachst und dann zack, die Schaltkreise sind durchgebrannt und haben die Neuralverbindungen überlastet. Aber keine Sorge, ich kümmere mich darum. Wir verlieren nicht noch einen Ryder. Das wäre alles, Harry. Danke. Kommen Sie ruhig wieder vorbei. Falls sich bei Sarah was ändert, melde ich mich. So, jetzt gehen wir zurück.
und spreche mit diesen Wissenschaftlern. Aber der Planet war giftig. Was, wenn sie Sauerstoff in durchlässigen Gewebe speichern? Sie müssen der Pathfinder sein. Ausgezeichnet. Sie und Ihr Sam sind genau das, was wir brauchen. Danke, Mr. Professor Herrick. Meine Kollegen und ich werden mit Hilfe Ihres Sam und der von Ihnen gesammelten Daten Andromedas wissenschaftliche Geheimnisse lüften. Ich bin zwar normalerweise im Außeneinsatz, hätte aber nichts gegen ein wenig Fachsimpelei einzuwenden. Sie wissen schon. Sie sind uns jederzeit willkommen. Nicht, dass wir viel zu studieren gehabt hätten, während wir hier 14 Monate lang auf engstem Raum eingepfercht waren. Aber Ihre Daten über die Geißel sind ein Gedicht. Wir können jetzt hinsichtlich der erforderlichen Reparaturen deutlich fundiertere Empfehlungen abgeben. Und vielleicht gesteht uns Edison ja sogar einen vernünftigen Arbeitsplatz zu. Wie soll man bei all dieser Unruhe nur denken? So, jetzt sollten wir zu Tan gehen. Oder gehen wir doch erstmal hierher zu dem hier. Kann ich Ihnen helfen? Pathfinder Ryder, ich will zu Nilken Ransus. Ah, unser Mörder. Seine Frau ist ständig hier. Ich wette, sie hat Ihnen ihr Rührstück erzählt. Nilken, aus Ihnen wird noch richtig was. Ein Pathfinder will mit Ihnen reden. Ein Pathfinder, hm? Sie haben schweres Gerät geholt, um den ersten Mörder von Andromeda ans Exil zu schicken. Ihre Frau ist völlig verzweifelt. Sie sagt, sie waren es nicht. Und dass sie sie liebt. Sie ist eine wunderbare Person. Es ist bereits zu spät. Sie haben mich für schuldig befunden. Warum erzählen Sie mir nicht, was passiert ist? Ich war Teil des vergeblichen Versuchs, auf Eos eine Kolonie zu errichten. Wir waren so gut wie geliefert. Von Feinden überrannt. Unser Anführer tot. Der Sicherheitschef Reynolds, mein Freund, weigerte sich, die Evakuierung anzufordern. Wir haben gestritten. Das haben alle gesehen. Soweit ich weiß, verstößt ein Streit nicht gegen das Gesetz. Da ist noch mehr. Er hat befohlen, dass wir uns neu formieren und einen Gegenangriff starten. Wir waren unterwegs durch einen Sandsturm. Ich habe eine Bewegung gesehen, dachte, es wäre ein Cat und ich geriet wohl in Panik und schoss. Ein Zeuge hat gesehen, wie die Brust des Chiefs explodierte. Das tut mir leid. Ist ja schrecklich. Wir standen uns nahe. Er war ein verdammter Stur. Ich habe ihn dafür bewundert. Aber ich war wütend bei unserem Streit. Es gibt eine Aufnahme davon. Ziemlich heftig. Alle sind überzeugt, ich hätte es mit Absicht getan, damit wir evakuiert werden. Dagegen steht nur mein Wort. Geben Sie noch nicht auf. Ich werde mir die Beweise ansehen. Vielleicht finde ich ja etwas, das Ihnen hilft. Das wäre großartig. Sie sind ein Pathfinder. Kandros würde Ihnen bestimmt Zugriff gewähren. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung. So, auf geht's. Mit Kandros sprechen. Noch keine Neuigkeiten von der Turianischen Arche. Oder ist das Sache der Miliz? Ich habe mit Nilken Ransus gesprochen. Der Mann, der wegen des Mordes auf Eos für schuldig befunden wurde. Ja, unser erster Mord hier in Andromeda. Ich wünschte, es wäre auch unser letzter gewesen. Als die Kolonisierungsversuche scheiterten, war es der Stimmung nicht sehr zuträglich, dass ein hochrangiger Offizier von einem unserer eigenen Leute getötet wurde. Die Meuterei hier auf Nexus war wahrscheinlich unvermeidbar. Aber dieser Mord war der auslösende Funke. Ich finde es falsch, das alles auf ihn zu projizieren. Ist es auch. Aber so wurde es nun mal wahrgenommen. Trotz mangelnder Beweise passte alles zusammen. Er hat nur gesagt, glauben Sie mir, ich habe das nicht gewollt. Und Sie gehen davon aus, dass er lügt? Eine Lüge bedeutet einem Mörder gar nichts. Überzeugen Sie sich selbst. Eine Hauptzeugin, Cassidy Shaw, arbeitet in der Kommandozentrale. Reden Sie mit ihr. Außerdem gibt es eine Aufnahme des Täters, wie er das Opfer bedroht. Sie finden sie auf der Konsole da. Soweit es mich betrifft, ist der Fall abgeschlossen. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Die Nexus gegen Kolonist Nilken. Beweisstück 7a. Hiram! Hiram! Sie haben die Anlage eingenommen! Du musst die Evakuierung anfordern! Wir werden nicht aufgeben, Nilken. Wir holen sie zurück. Nein! Ich lasse nicht zu, dass dein Ego uns umbringt. Und wenn ich dich... Nein! Halt!
Haltet ihn zurück! Haltet ihn zurück! Wir weisen darauf hin, dass die Andockprozeduren der Imperion jetzt abgeschlossen sind. So, jetzt sprechen wir noch mit dieser Frau, Cassidy Shaw. Cassidy Shaw. Ich bin Ryder. Ich untersuche den Mordfall Nilken. Oh Mann, ich dachte, das wäre erledigt. Haben Sie die Audioaufzeichnung des Streits gehört? Ja. Ich habe geholfen, ihn von Chief Reinholds wegzuziehen. Man hat in seinen Augen gesehen, dass er ihn töten wollte. Und dann im Sandsturm? Ich hatte den Chief ziemlich gut im Blick. Er hat Nilken direkt angesehen und Nein geschrien. Dann explodierte seine Brust. Ich werde das nie vergessen. Der Ausdruck in seinem Gesicht war der pure Schock. Haben Sie in der Nähe Cat gesehen? Nilken hat es behauptet, aber ich habe keine gesehen. Es war allerdings ein schwerer Sandsturm. Man konnte nicht viel erkennen. Wirkte Nilken, als würde er es bedauern? Ich habe Nilken in dem Chaos aus den Augen verloren. Als wir ihn fanden, wirkte er wie unter Schock. Er konnte nicht sprechen. Ihm schien übel zu sein. Könnte Schuld gewesen sein. Die Erkenntnis, was er getan hatte. Wenn sie gestritten haben und Nilken sogar gedroht hat, ihn umzubringen, warum war Reynolds dann überrascht? Freunde streiten und sagen Dinge, die sie nicht so meinen. Verletzen einander manchmal sogar. Aber du rechnest einfach nicht damit, dass dein bester Freund dich erschießt. Für mich ist das Traurigste daran. Das Herz des Chiefs wurde gebrochen, direkt bevor es explodierte. Reynolds führte sie zurück, um die Anlage wieder zu übernehmen. Waren Sie damit einverstanden? Es stand mir nicht zu, einverstanden zu sein oder nicht. Er war der befehlshabende Offizier. Rückblickend ist es natürlich nicht ohne Ironie. Wäre er nicht getötet worden, wären wir jetzt wahrscheinlich alle tot. Vielen Dank für die Information. Nichts zu danken. Es macht mir zu schaffen, dass wir ihn zurücklassen mussten. Er hätte ein ordentliches Begräbnis verdient. Die Leiche wurde also nie untersucht. Immerhin ein wichtiges Beweisstück bei einer Mordermittlung. Ten hat eine Mission, um ihn zurückzuholen, nicht genehmigt. Zu gefährlich, hat er gesagt. Update aus dem Maschinenraum. Wir arbeiten derzeit da. Ryder, Sie mögen eine wenig schmeichelhafte Meinung von mir haben, aber ich möchte Ihnen wegen Ihres Vaters mein Beileid aussprechen. Danke. Ich kannte ihn nicht sehr gut. Aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat. Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Sie sind ebenso Teil der Initiative wie die menschliche Arche. Wir werden sie finden. Das müssen wir. Aber tausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative. Haben Sie noch weitere Anliegen? Ich untersuche die Mordanklage gegen Nilken Rancis. Und? Ich möchte nach Eos fliegen und Chief Reynolds' Leiche bergen. Das gehört normalerweise nicht zu den Aufgaben eines Pathfinders. Der erste Mord in Andromeda. Und ich bin unparteiisch. Ich dachte, Sie würden wollen, dass die Sache korrekt abgewickelt wird. Die Besiedlung eines Außenpostens hat zwar Vorrang, aber im Prinzip habe ich keine Einwände. Sachbeweise werden den Fall nur noch eindeutiger machen. Ich hoffe auf Beweise, dass die Sache sich anders zugetragen hat. Dieser Fall war ein politischer Albtraum. Wir haben so viel durchgemacht. Die Leute brauchen Stabilität. Ich hoffe, was immer sie finden, bestätigt das bisherige Verfahren. Und falls nicht, kriegen wir das auch irgendwie hin. Wir senden ihnen die Koordinaten des Tatorts. Viel Glück. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Wie Sie so treffend bemerkt haben, brauchen wir einander. Unser beider Zukunft hängt vom Erfolg des anderen ab. So, jetzt auf geht's. Jetzt gehen wir zu unserem Raumschiff, die Tempest. Dafür müssen wir erst ins Logbuch. So. Auf geht's. Hey. Alles okay? Die haben sie ziemlich in die Mangel genommen.
und Edison. Sie sind seit über einem Jahr der erste Pathfinder hier. Und ihr fällt nichts Besseres ein, als ihre Kompetenz in Frage zu stellen? Ja, die Begegnung mit Edison war interessant. Sie kennt sie einfach nicht. Ich hingegen schon. Und sie schlagen sich gut. Danke. Ich habe mit Direktor Tan die Logistik besprochen. Sie geben uns ein Schiff samt Besatzung. Angeblich die beste, die sie haben. Kommen Sie einfach zur Andockbucht, sobald Sie soweit sind. Die Crew der Tempest wird aufgefordert. Auf zur Andockbucht! Wir sind unterwegs. Ist das Schiff bereit? So gut wie, und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Aber zumindest tun wir es mit Stil. Das ist die Tempest. Sehen wir sie uns mal genauer an. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. Sie sind also derjenige, der hier das Sagen hat. Vetra. Vetra Nix. Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja, andernfalls würden sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Okay, sehen wir uns den Rest von Helios an. Moment mal, sie gehen nirgendwo hin. Verdammt! Stimmt was nicht? Direktor Edison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestückt. Und fällt somit in Direktor Edisons Ressort. Ich kenne sie doch. Ben, richtig? Sie sind mit ihrer Familie hier, oder? Und ihr Sohn ist noch in Stase? Ich könnte dafür sorgen, dass er vorgezogen wird. Wirklich? Ja, wirklich. Es hieß, er sei nicht essentiell, aber er fehlt mir. Ich weiß. Ich habe auch Familie, Ben. Erledigt. Edison wird mich umbringen. Ein Glück. Ich dachte schon, ich müsste mich wieder mit Edison rumschlagen. Und das will ja keiner. Abgesehen davon war es nicht wirklich schwierig. Und im Moment brauchen sie Leute, die Probleme lösen, statt neue zu schaffen. Endlich jemand, der wirklich etwas bewegt und nicht nur darüber redet. Der neueste Stand der Technik. Labors, Sensoren, Forschungsausrüstung. Und natürlich die Crew. Sie sind die Besten ihres Fachs. Ah, schön, dass es Ihnen gut geht. Das Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche. Aber es läuft verdammt viel ruhiger. Das ist Gil Brody, Techniker, Mechaniker und Allround-Schrauber. Das hier nennen wir den Forschungsraum. Hier können wir Ausrüstung aufwerten, Daten sammeln. Router aktiviert. Verbindung zur Tempest wird hergestellt.
Willkommen an Bord, Sam. Und Ryder, natürlich. Suvi Anwar, unsere Wissenschaftsoffizierin. Ihr Quartier liegt unten. Hier oben ist genug Platz, um alle zu versammeln. Das ist Ihr Schiff. Es ist leicht, unauffällig und das schnellste seiner Klasse. Uns steht wirklich etwas Großes bevor, nicht wahr? Das Beste haben Sie noch gar nicht gesehen. Sobald Sie losfliegen wollen, gehen Sie auf die Brücke. Unser Pilot sorgt dafür, dass wir startklar sind. So. Dann geht's auf zu... Ich sollte zur Brücke gehen, wenn wir startbereit sind. Der Meetingraum. Von dem Tisch in der Mitte aus können Sie Videoanrufe machen. Oder auch nur die Crew versammeln. Auf geht's. Wir nennen das den Forschungsraum. Sie können von hier aus Forschungsprojekte durchführen und mit der Nexus koordinieren. Pathfinder, sehen Sie sich mal dieses Spielzeug an. Wir scheinen zwar ständig in Eile zu sein, aber für ein neues Spielzeug ist immer Zeit. Besonders dann, wenn es nützlich ist. Für neues Spielzeug bin ich immer zu haben. Wir können hier mit alten Kram wiederverwerten. Zum Beispiel alles, was Sie sich auf Habitat 7 geschnappt haben. Rohmineralien, Tech, was auch immer. Die Forschungsstation wird das Zeug zerlegen und Ihnen neue Möglichkeiten bieten. Wir sind auf uns gestellt. Zum Wohle aller anderen. Das ist es, was Pathfinder jetzt bedeutet. Tja, dann können sich alle wirklich glücklich schätzen. Diese Tech ist der Hammer. Und ganz ehrlich, es gibt doch nichts Besseres als Sachen, die man selbst hergestellt hat, oder? Probieren Sie es mal aus. Ja, dann wollen wir mal gucken, ne? Jetzt bauen wir uns was. Ja, den bauen wir uns jetzt. So, jetzt haben wir uns einen richtig geilen Helm gebastelt. So, jetzt haben wir uns was gebastelt. Dann sollten wir hier mal auf die Brücke gehen. Abflugvektor ist festgelegt, Nexus-Kontrolle. Ah, ich sollte mich vorstellen. Hallo, Jeff. Und Sie müssen Ryder sein. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und Sie kennenzulernen, natürlich. Ich werde die Tempest auf Ihre Befehle hin steuern. Sie ist ein wundervolles Schiff. Trotzdem brauchen wir einen Pathfinder, der uns durch Helios führt. Da draußen gibt es jede Menge Gefahren, aber ich tue mein Bestes, um sie zu umgehen. Das ist beruhigend. Ich würde nur ungern meine beste Arbeit an diese wütende Wolke verlieren. Ich war Testpilot für die ersten Prototypen der Tempest. Mir juckt es in den Fingern, sie da draußen in Aktion zu erleben.
Also, wie kann ich... Die Konsole synchronisiert sich mit Ihrem Implantat. Sie müssen nur wischen und hier ein Ziel berühren. Das NAV-System berechnet dann alles. Äußerst effizient. Es wurde für einen Pathfinder optimiert. Vorkehrungen sind abgeschlossen. Bereit? Kann man für sowas Großes überhaupt bereit sein? Allein die Reise nach Andromeda war schon ein großer Schritt. Alles klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Steuerungszugriff wurde erfolgreich übertragen. Die Wissenschafts- und Überwachungsstationen sehen gut aus. Lexi gibt grünes Licht. Das Steuer ist frei. Gil meldet, der Antriebskern ist online. Es ist soweit, Ryder. Die Tempest gehört Ihnen. Möchten Sie vielleicht noch etwas sagen fürs Logbuch? Wir alle hofften auf eine goldene Welt und wurden enttäuscht. Aber halten Sie an diesem Traum fest. Wir können ihn wahr machen. Nexus-Kontrolle, hier spricht die Tempest. Identifikation 2527, bereit zum Start. Abflugvektor bestätigt, Tempest. Viel Glück, Pathfinder. Nach Eos. Das wäre unser Habitat 1 gewesen. Zwei gescheiterte Außenposten haben dieser Idee ein Ende bereitet. Vielleicht können wir das Blatt wenden. Kello, bringen Sie uns hin. Habitat 1 der Andromeda-Initiative. Bezeichnung EOS. So, es sollte ein einfacher erster Schritt sein. Nur leider ist niemand außer uns aufgetaucht und wir wurden vermöbelt. Zweimal. Wieso hat Sam die Frequenzerfassung geändert? Was hören wir, Sam? Da ist ein Signal, Pathfinder. Ich empfehle eine sofortige Untersuchung von EOS. So, aber das werden wir in der nächsten Aufnahme sehen, also bis dann. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Tschüss.